Hallo ihr Lieben, hier ist Jacqueline Nanda. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Energie anheben könnt, eure Vibration, eure Schwingung anheben könnt, um auch in Kontakt mit geistigen Wesenheiten zu kommen, mit Engeln, mit Verstorbenen, um eure Hellsinne zu trainieren, um wieder mehr in die Hellfühligkeit und Hellsichtigkeit zu kommen. Wir sind alle geistige Wesenheiten in einem menschlichen Körper. Das heißt, jederzeit, zu jeder Sekunde, zu jeder Millisekunde schwingen wir. Wir sind Energie, so wie alles um uns herum auch Energie ist. Und es gibt verschiedene Dinge, wie eben unsere Energie einfach durch Frequenzen auch von außen einfach ein bisschen lahmgelegt wird und zum weniger hohen Schwingen gebracht wird. Das meine ich jetzt auch ganz ohne Wertung. Es hat alles seine Berechtigung und jeder Mensch geht seinen eigenen Weg oder hat auch seine eigene Erfahrung zu machen. Das heißt, auch wenn du jetzt sagst, ach, zum Beispiel mein Mann, der bewegt sich nicht so, wie ich gern möchte, in spirituelle Richtung. Du kannst dich selbst entwickeln, aber du kannst, und das ist wichtig, du kannst niemanden anderen zu seiner geistigen Entwicklung zwingen. So, weil derjenige vielleicht gerade diese Seele seinen eigenen Weg jetzt hier hat und seine eigenen Erfahrungen machen muss und darf und kann, die er eben, wenn er jetzt höher schwingen wäre, jetzt nicht machen kann. Aber jetzt dazu. Wie kannst du nun deine Frequenz, also wenn du eben in Kontakt mit den Engeln, geistigen Wesenheiten kommen möchtest, wie kannst du deine Frequenz erhöhen? Der erste Punkt ist durch Meditation. Meditation ist ein Punkt, einfach um in deine Ruhe, in deine Stille zu kommen, um seine Anbindung zu spüren, seine göttliche Anbindung zu spüren, seinen Ursprung. Meditation verhilft dir dazu, einfach wirklich mal von den Trubeln des Alltags runterzufahren, in deine Mitte zu kommen. Und da helfen auch schon die bekannten 5 Minuten. Das hört ihr in vielen meinen Videos, aber es ist so. 5 Minuten sich auf seinen Atem konzentrieren und in die Stille zu kommen, ist so wie ein paar Stunden Schlaf am Tag. Und auch erst wenn du in deiner Stille bist, kannst du überhaupt hören, kannst du überhaupt andere Dinge wahrnehmen, die du sonst nicht wahrnimmst. Der zweite Punkt ist die Ernährung. Wenn du dich mit industrialisierter und verarbeiteter Nahrung vollpumpst, dann hat dein Körper so viel zu tun und wird träge. Mit der Verdauung ist da so viel beschäftigt. Wichtig ist, sich pflanzlich zu ernähren, vollwertig, vegan, pflanzlich, mit ganz vielen frischen Produkten. Das ist nämlich der Ursprung der Nahrung. Das ist nicht das Verarbeitete, sondern eben das Ursprüngliche, die puren Früchte, das pure Gemüse, viel Salat, Chlorophyll, das ist Leben. Und nicht, wenn wir irgendwie uns mit toten Dingen vollpumpen. Dann werden wir nur träge. Und also mit lebendiger Nahrung. Lebendige Nahrung bringt deinen Körper, macht deinen Körper lebendig und lebend. Und dadurch schwingt er auch höher. Der dritte Punkt sind, auf Giftstoffe zu verzichten. Giftstoffe, die oftmals in unseren, ich sage jetzt mal, Lebensmittel enthalten sind, wo wir uns aber gar nicht, wo viele von uns gar nicht wissen. Das ist zum Beispiel in den ganzen zuckerfreien Kaugummis Aspartam. Aspartam ist ein ganz starkes Nervengift. Ist auch bekannt, steht immer drauf, enthält eine Phenylalanilquelle. Wenn ich das jetzt nicht richtig rausgesprochen habe, entschuldigt mich, es steht Aspartam oder diese Phenylalanilquelle drauf, weil ich gerade beim Verkalken bin. Fluorid. In ganz vielen Zahnpasten ist Fluorid enthalten.
auch ein starkes Gift. Das verkalkt unsere, hier, Zirbeldrüse. Eine Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist damit verantwortlich, dass wir überhaupt, hellsehen, hellsichtig sein können. Wieder unsere Intuition aufbrechen sozusagen. Unsere Sinne, die nicht nur rein über das dieses Sehen gehen, sondern über das komplette Sehen gehen. Also Fluorid, auch in Mineralwasser enthalten. Aspartam wollte ich noch sagen, in den ganzen Leitprodukten wird das so oft zugesetzt. Auch teilweise schon bei Kinderprodukten, was ich total unverantwortlich finde. Das dritte, die dritte Sache ist Kochsalz. Kochsalz ist sehr schädlich und Kochsalz hemmt uns auch und entwässert uns und macht uns auch träge, nicht höher schwingend. Der nächste Punkt ist, die eigene Schöpferkraft wieder anzuerkennen. Anzuerkennen, wer wir wirklich sind, nämlich Schöpfende. Wir sind jede Sekunde durch unsere Gedanken, schöpfen wir und kreieren unsere Materie, unser Leben kreieren wir Tag für Tag, Sekunde für Sekunde durch unsere Gedanken. Und leider eben laufen so viele Gedanken im Unterbewusstsein ab, die wir gar nicht mehr steuern können. Und sich da einfach wieder bewusst zu werden und auch in die Handlung zu kommen, nicht in die Trägheit, sondern in die Handlung zu kommen, ich stehe für das ein und ich schöpfe jetzt, ich schöpfe bewusst. Ich schaue mir meine Gedanken an, wo ist mein Mangelbewusstsein, wo bin ich ständig in der Vergangenheit, wo bin ich in der Zukunft, weil ich Angst habe. Diese Dinge wirklich anzugucken und dann in die eigenverantwortliche Schöpferkraft zu kommen, das steigert deine Energie, deine Frequenz enorm, weil du dadurch wieder wirklich lebst, wer du wirklich bist. Und das ist auch der nächste Punkt. Sich selbst zu lieben. Sich zu lieben, jede Zelle seines Körpers zu lieben, anzuerkennen. Auch seine Schwächen wie seine Stärken. Und zu sagen, ja, das gehört zu mir. Und letztendlich sind wir alle vollständig. Wir sind nämlich alle von der Allfülle. Und alle sind wir von, tragen das alles in uns. Die Liebe tragen wir in uns. Wir müssen nur, oder wir dürfen den Fokus drauf lenken. Den Fokus auf die Liebe wenden, auf den Nichtmangel sozusagen, auf die Fülle. Und dadurch eben in die Selbstliebe kommen. Das hat auch damit zu tun, sich wirklich seiner Werte bewusst zu werden. Wofür stehe ich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Und was ist wirklich essentiell für mich? Und das dann auch wirklich zu leben. Und das dann auch wirklich umzusetzen. Und nicht für den sich aufopfern und für den sich auch opfern. Und dann am Ende irgendwie steht man selbst da und denkt sich, ja, und was ist mit mir? Sich seiner Werte bewusst zu werden. Und die dann auch wirklich zu leben. Und die anderen, wenn du dir deine Werte bewusst bist und danach lebst, die anderen werden sich zwangsläufig auch verändern. Entweder sie bleiben in deinem Leben, sehen endlich deine Kraft, deine Stärke, so, und ja, ändern sich dann auch. Oder sie gehen oder verschwinden aus deinem Leben, weil sie denken, oh Gott, was ist denn mit der los? So, die ist ja ganz anders. Oder hat ja plötzlich auch einen Willen oder so. Und wenn sie aber aus deinem Leben gehen, dann lieben sie dich nicht und haben sie dich sowieso nicht verdient. Also seiner Werte einstehen, das hebt auch enorm deine Frequenz, deine Energie, weil du auch wieder, es hat auch etwas damit zu tun, dass du anerkennst, wer du wirklich bist. Und letztendlich ist das der springendste Punkt von allen, eben in die Liebe auch zu deinem Gegenüber zu kommen. Also in die Nächstenliebe, in die Güte zu kommen. Weil wenn du in der Güte bist, dann bist du da raus aus einem Füllebewusstsein, gehst du sozusagen in die Güte, weil du ja von dir aus ausgehst oder in Gedanken bist, du hast ja schon alles. Und der andere Punkt ist die Intuition.
also seiner Intuition wieder zu vertrauen. Die Intuition ist das, was dir sofort kommt. Wir haben sie alle, wir vertrauen ihr nur nicht mehr. Wir vertrauen lieber unseren Gedanken und das, was wir irgendwie, ja, hier gehört haben oder was der jetzt sagt oder so. Aber die Intuition wirklich wieder in sein Leben zu bringen, also ihr zu vertrauen, das erste Gefühl, das da ist, ohne dann, dass der Kopf kommt, sondern das erste, was hier wirklich kommt, aus dem Herzen heraus, das ist wichtig, aus der Seele heraus, also wo auch ein Gefühl irgendwie mitschwingend ist, so, dann weißt du, das ist deine Intuition und das ist eine Antwort, die vom Universum kommt, die von deiner Seele kommt. Also, das ist der Unterschied eben zwischen dem, was aus dem Kopf kommt, das ist so, oh, das kommt jetzt aus dem Kopf, oder wenn du dieses prickelnde Gefühl oder ein Gefühl spürst, mit eben etwas Spontanem, was dir kommt. Das ist sozusagen die sogenannte Eingebung. Ein anderer Punkt, der auch noch deine Schwingung erhöht, ist natürlich, wenn du in die Natur gehst. In der Stadt oder in geballten Räumen oder auch in Dörfern oder etc. ist man zu bombardiert mit anderen Energien. Es wird ganz viel Handystrahlung und ganz viel, ja, andere Strahlungen, WLAN etc. Und du wirst ständig programmiert und zu bombardiert sozusagen. Und in der Natur hast du Freiraum. Da hast du wenig Strahlung, vielleicht bis gar keine Strahlung. Da hast du einfach die Möglichkeit, deine Energie, auch deine Aura, sich ausbreiten zu lassen. Und ja, neue Energie, auch pure, reine Energie aufzusaugen und deine Schwingung damit zu erhöhen. Wenn ich jetzt schon das Thema angesprochen habe, Handystrahlung. Ein Herzenswunsch von mir ist, dein Handy weniger zu benutzen und immer wieder auszuschalten oder in den Flugmodus. Es strahlt und diese Strahlen sind wirklich so ungesund für unseren Körper. Die Zellen werden anders programmiert. Die Zellen mutieren, nicht nur bei dir, vor allem auch bei deinen Kindern. Also Handy immer wieder mal anmachen und dann gucken und dann wieder ausschalten. Vor allem, wenn du es irgendwo am Körper oder in der Tasche trägst und so weiter. Es strahlt permanent. Und die Handystrahlung, die innerhalb des Bereiches von 1 Meter ist, ist um 100-fach intensiver, wie wenn es jetzt 1 Meter entfernt ist. Also alles, was direkt, weil du, vielleicht kommt jetzt als Thema, ja, aber du wirst ja trotzdem, ist ja überall Strahlung. Ja, es stimmt schon, aber was am Körper ist oder in dem Umfeld von 1 Meter ist 100-fach stärker. Also Handystrahlung weg, WLAN, nimm dir einen Netzstecker, geht auch viel schneller. Von jedem Router kannst du dir einen Netzstecker kaufen und den an deinen Computer reinmachen. WLAN ist auch so ein Thema. Klar, wenn du in der Wohnung lebst, ist es natürlich vom Nachbarn und da vom Nachbarn. Aber du kannst den ersten Schritt tun, indem du nicht noch zusätzlich ein Netz, WLAN-Netz in deiner Umgebung hast. Und damit wird deine Schwingung auch erhöht und vor allem es ist so essentiell für deine Gesundheit. Vor allem eben die Gesundheit auch deiner Kinder, weil die kleinen noch, ich sag jetzt mal, Zellen, die auch noch im Wachstum sind, so sensibel sind. Und man hat echt Studien gesehen, wo man Handystrahlung an Kindern getestet hat auch oder einfach geguckt hat, wie das auf das Kindergehirn wirkt. Und es ist wirklich grausam. Ja. Ein anderer Punkt, um deine Schwingung zu erhöhen, ist kreative Arbeit. Versuch dir wieder Zeit zu nehmen, aus deinem Innern heraus zu schöpfen und kreativ zu sein. Zu malen, kreatives, intuitives Malen. Nimm dir einfach ein Zeichenblatt, ein Blatt Papier, nimm dir Stifte und mal drauf los, was gerade kommt. Das nennt man intuitives Malen. Das sind die Energien oder irgendwas basteln oder auch schreiben, intuitives Schreiben, in die Kreativität kommen, in deinen kreativen Prozess. Damit erhöhst du so sehr deine Schwingung und öffnet sich auch das dritte Auge und durch kreative Prozesse kommst du nämlich wieder mehr in deine Intuition, in deine Hellsichtigkeit, in deine Hellfühligkeit. Sei es auch, wenn du anfängst, irgendwas zu basteln oder zu stricken oder zu modellieren oder ja, aus Ton Gefäße zu machen, was dir halt Spaß macht.
Nimm dir Zeit für kreative, ja, kreativen Spaß, nenne ich es mal. Ja, das waren meine Punkte für dich. Vielleicht fallen dir noch mehr Punkte ein. Das waren erstmal die Punkte, die mir jetzt speziell eingefallen sind, um seine Schwingung, seine Frequenz zu erhöhen und wieder in seine Intuition, in sein Herz und Hellfühligkeit zu kommen und Hellsichtigkeit. In diesem Sinne, alles Liebe euch. Schreibt euch bitte meinen YouTube-Channel ein, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr ein Seelenreading mit mir haben wollt, dann gibt es da unten auch den Link, eine Seelenreading, ein Spirit Coaching. Das mache ich und viele berichten davon, dass sie danach spontane Wahrnehmungen haben und dass sich das Herz geöffnet haben und plötzlich ihre verborgenen Potenziale sozusagen ersichtlich sind und ihr Weg plötzlich klar ist, den sie gehen möchten. Also, bis dahin, alles Liebe euch, eure Jacqueline Ananda.